interessiere dich. Willst du mich heiraten? Wie wär's mit Mittwoch? Ja, Dr. Seiler, sehr schön, dass es geklappt hat. Ja, darf ich Sie dann heute Abend alle zusammen einladen? Ein bisschen böse sollte der vielleicht schon sein. Du unterschreibst mit einem Federzug 40 Millionen und meinen kleinen Antrag nimmst du einfach von der Tagesordnung. Drum prüfe, wer sich ewig bindet. Ach, so lang muss das gar nicht sein. Für immer wird man schon reichen. Vielleicht bleibst du doch besser bei der Beatrice. Ihr seid euch doch schon gewöhnt. An die Beatrice kann man sich gar nicht gewöhnen. Wir haben doch so viele Probleme. Und was ist mit der Bank? Wir sollen es gut gehen. In jeder Frage bist du anderer Meinung. Ja, genau wie du. Gleich siehst du wieder aus. Ja, eben. Wir streiten uns doch die ganze Zeit. Also pass auf, ich mache dir einen Vorschlag. Ich prolongiere meinen Antrag bis zum nächsten Mal. Aber irgendwann musst du einmal Ja sagen, weil sonst erdrücken dich die Zinsen. Und zur Strafe gehst du heute Abend mit mir essen. Du musst dich schon wieder enttäuschen. Was soll das heißen? Ich bin schon vergeben. Abend. Mein Gott, ist das schön. Segeln Sie auch? Mein Boot liegt in Travemünde. Wenn Sie wollen, machen wir einen kleinen Segeltörn. Kopenhagen, Bornholm, ganz wie Sie wünschen. Aber nicht ohne meinen Sohn. Er ist ein begeisterter Segler. Starke Männer sind an Bord immer willkommen. Keine Bedingungen? Keine Bedingungen, aber kommen Sie. Machen wir einen kleinen Spaziergang. Vater lauscht schon wieder. Hallo, von Dahlen? Ah, Robert, du bist es. Nein, der junge Herr ist nicht zu sprechen. Er ist gerade dabei, eine Dame in den Hof zu machen und benimmt sich dabei wie ein Sextaner, der ein Lineal verschluckt hat. Ja, ich sage es ihm. Okay. Ich wäre selbstverständlich bereit, einem detaillierten Ehevertrag zuzustimmen, der alle Rechte und Pflichten genauestens regelt. Ich wäre mit allem einverstanden. Nur eine Ehe eingehen, um die Tradition der Familie fortzuführen und endlich in die Bank ihres Vaters eintreten zu können? Formal ist das korrekt. Oh, wissen Sie, Herr von Dahlen, ich gehöre zu diesen komischen Menschen, die immer nur an die Liebe glauben. Obwohl ich schon mal auf die Nase gefallen bin. Aber meine Träume will ich nicht aufgeben. Und was sind das für Träume? Ich glaube halt, dass die Ehe ein bisschen mehr ist als nur ein Vertrag. Ja. Ja, Bea, ich verstehe das ja. Ja, du hast ja recht. Aber natürlich bist du meine beste Freundin, Beatrice. Du, ein guter Freund ist manchmal wichtiger als eine Geliebte. Wer? Van Dahlen, das hat er gesagt. Er ist doch wunderbar, Freundin und Geliebte zu sein. Also ich finde, das kannst du nicht sagen. Ich persönlich finde ihn ganz reizend. Der ist vielleicht ein bisschen steif. Aber im Vergleich zu einem Neapolitaner seid ihr Norditaliener doch auch wie Hutständer. Was machst du denn in Mailand? Was schreibst du denn gerade? Italienische Postmoderne. Was die jungen Leute hier malen, ist fantastisch. Ich werde eine ganze Serie darüber schreiben. Bist du schon verheiratet? Was hat sie, was ich nicht habe? Beatrice, ich kann dir das nicht sagen. Schau, jetzt haben wir uns in den letzten Jahren mindestens ein Dutzend Mal getrennt. Eben. Was? Nein, ich will eben nicht zum 13. Mal. Du, Fanny, wenn die jetzt wirklich ernst machen, muss ich dann Papa zu ihm sagen. Ja, aber wie sagst du denn dann zu deinem richtigen Vater? Ja, das ist ja eben. Aber Onkel Ralf geht dann irgendwie auch nicht mehr.
Bist der höfliche Bub und sagst Herr und Frau Sagerer. Wie meinst du das? Ja, weil deine Mutter nach der Hochzeit nicht mehr Heininger, sondern Sagerer heißt. Verstehst? Das ist aber blöd. Ja. So. Ist was? Nein. Du, Mama. Ja? Stimmt es, dass du nach der Hochzeit nicht mehr Heininger, sondern Sagerer heißt? Ja, freilich. Das mag ich aber nicht. Aber Maxi. Außerdem finde ich es uns gemein, dass Fanny und ich da gar nichts zum Mitreden haben. Tja, in Herzenssachen herrscht nun mal keine Demokratie. Da herrscht die Diktatur des Gefühls. Aber Fanny, was möchtest du wissen, Maxi? Ja, ich finde, wir müssten heute den Onkel Ralf das erste Mal prüfen, ob er sich eignet. Zum Vater, meine ich. Was ist, wenn er total versagt? Nachher ist das Geschrei groß, aber dann ist es spät. Und du seinem Standpunkt, das hat er recht. Du meinst einen Vaterschaftstest? Mhm. Okay, einverstanden. Oh je, hoffentlich habe ich da nicht schon wieder missbaut. Ich habe den Zettel noch nicht gesehen. Du, Fanny, glaubst du, dass das der Onkel Ralf was? Was denn? Dass Mama ein bisschen spinnt. Okay. Das ist doch immer so, wenn eine Frau sich wieder als Backfisch fühlt, weißt du? Bea, kein Mensch hat mein Leben so beeinflusst außer meiner Mutter. Ja, eine Ehe kann kaputt gehen, aber eine Freundschaft, die dauert manchmal ein Leben lang. Ja, sieh das bitte positiv. Du, außerdem, es ist ja noch gar nichts passiert. Das sind nur so ein paar Überlegungen. Ja, ja, ich ruf dich an. Ja, servus, servus. Ist da jemand? Der Schuh wieder klar, Fanny? Ja. Ja, komm, dann. Komm. Danke, Alfred. Ja. Aber es ist doch, weiß Gott, ein Skandal, wo die Hunde heutzutage überall hinmachen dürfen. Direkt vor ihren Laden. Oh ja, ein Elefant wäre schlimmer gewesen. Außerdem bringt das Glück. Ja, wie geht's denn überhaupt unserem jungen Glück? Der Schmierenkomödie ist es. Vor lauter Turteln verlieren die total den Blick fürs Wesentliche. Jeder weiß, was los ist, bloß sie nicht. Ah, ja, ja. Wo die Liebe hinfällt. Hm? Für dich. Ach, Alfred. Der Wagen von der Chefin ist in der Inspektion. Morgen Mittag kann ich ihn wieder abholen. Mhm. Hat sie es ihm schon gesagt? Ich weiß es nicht. Psst. Tod nach Frischzellenbehandlung. Hast du das gelesen? Nein, ich nehme sowas nicht. Jetzt hör doch mal, wer dahinter steckt. Im Hamburger Sanatorium Dr. Schwarz. Unser Dr. Schwarz, sag mal her. Tja. Und wie viel steht denn der bei uns? 250.000, aber das ist nicht alles. Und wo haben wir es für einen Erweiterungsbau? Ich möchte nochmal einen Kredit von 2 Millionen. Nach der Geschichte kann er sich das abschminken. Tja, wenn sie ihm nicht vorher seinen Laden dicht machen. Ich glaube, unseren Doktor müssen wir uns mal anschauen, hä? Frau Heise? Ja? Das sind mir die 250.000 schuldig. Ruf uns doch bitte beim Dr. Schwarz mal an, in der Klinik. Das Zellplasma steht unter ständiger Qualitätskontrolle. Nicht nur beim Erzeuger. Auch bei uns wird die Unbedenklichkeit und Sauberkeit noch einmal geprüft. Kann so eine Therapie nicht zu allergischen Reaktionen führen? Selten. Natürlich kommt es vor. Gerade seit die Medien unserer Branche so heftig zusetzen, haben wir strenge Tests eingeführt.
Sobald bei einem Patienten eine Unverträglichkeit festgestellt wird, raten wir ihm selbstverständlich von der Behandlung ab. Wie kann es denn dann überhaupt zu so einem Todesfall kommen? Die einzige Gewissheit, die der Mensch ein Leben lang hat, ist der Tod. Ich hoffe, die Obduktion der Gerichtsmedizin wird das bestätigen. Darf ich vorstellen, meine engste Mitarbeiterin, Oberschwester Monika, Frau Heininger, Herr Dr. Sagerer von der Bayernbank. Grüß Gott. Guten Tag. Grüß Gott. Was ist das? Die Krankenblätter von heute Nachmittag. Nein, danke. Wir hatten schon einmal einen solchen Fall, als das Haus noch Schwarz und Auerbach hieß. Sie haben einen Partner? Hatte. Nicht nur in dem Fall waren wir unterschiedlicher Meinung. Auerbach wurde damals zwar freigesprochen, aber die 12 Wochen Untersuchungshaft hat er mir persönlich übel genommen. Wie Sie sehen, bin ich nicht so nachtragend. Auerbach führt heute sein eigenes Haus draußen in Friedrichsruh. Sagen Sie, hat so ein Fall keine Auswirkungen aufs Geschäft? Besonders, wenn er in der Presse breitgetreten wird. Damals wollte uns die Staatsanwaltschaft schließen. Wie Sie sehen, ist es ihr nicht gelungen. Machen Sie sich keine Sorgen um Ihr Geld. Die Vorbestellungen sind leicht zurückgegangen, aber wir sind immer noch voll belegt. Ist es Zeit für die Visite, Doktor? Ja, ich komme gleich. Stell dir vor, ich bin der letzte Heininger. Ja. Ach ja, du, ich erinnere mich noch. In meiner Kindheit, da gab es so eine berühmte Geschichte. Der letzte der Mohikaner hieß die. Das ging aber gut aus, nicht? Er zog in die Stadt zum Zirkus und, oh Mensch, hat er ganz schön abgesahnt. Als Bogenschützer oder als Clown oder sowas. Nicht? Was für den ihm Zirkus? Meiner war so nicht. Mach doch was aus der Lage. Tret in Verhandlungen ein. Wo ist denn für Verhandlungen? Na hier. Ja, Taschengeld. Ach. Na? Eh. Ich halte also fest, dass unser Haus bis zur völligen Aufklärung des Todesfalls mit dem Therapiezentrum Dr. Schwarz keine Geschäfte mehr tätigt. Beziehungsweise bei Anklageerhebung durch den Staatsanwalt sich aus künftigen Geschäftsbeziehungen zurückzieht. Frau Gerdes, geben Sie diesen Beschluss sofort per Telex nach Hamburg. Nicht, dass unsere Herrschaften wieder leichtsinnige Alleingänge riskieren. So, meine Herren, ich glaube, das war's. Den ganzen Nachmittag hat er sich einen Kopf drüber zerbrochen, wie er dich auf die Probe stellen kann. Oh Gott. Ja, wirklich, ich muss das sagen, ich hab richtig Schiss davor. Aber was? Ja, mit dir habe ich ja keine Probleme. Du kehrst mir ja schon. Du, gell. Oh, der Maximilian. Allein, dass du mitmachst, hast schon Steine bei ihm im Brett. Meinst du? Mhm. Bist du ganz sicher? Ja. Stimmt. Mhm. Hundertprozentig. Ja. Schwöre. Ich schwöre. Mit nach Himbeeren. Du hast aber mit Absicht drüber geschossen, du Schlawiner, du. Ja, freilich. Ich wollte nur mal prüfen, ob du überhaupt nicht über eine Mauer klettern kannst. Einen kompletten Zehnkampf erwartest du hoffentlich nicht von mir. Fanny? Ja? Weißt du, was manchmal noch schöner ist, als einen Tag mit unseren zwei Männern zu verbringen? Was denn? Einen Tag ohne sie. Wenn was ist, ich bin nicht da. Aha. Ich leiste mir heute meinen Schönheitstag. Oh, geduld. Schönheitstag. Wie wenn sie an anderen Tagen hässlich wie die Nacht herumhatschen tät. Wie findest du ein HSV? Fast so gut wie den FC Bayern. Ist ja das Beste an Hamburg. Das Zweitbeste.
Und was ist das Beste? Deine Mami. Schlagst du eigentlich Kinder? Nur wenn sie anfangen. Was tust denn du am Samstagabend? Samstag? Das weiß ich nicht einmal das, sondern mache ich mir das. Was? Du schaust nie das aktuelle Sportstudio? Doch, schon. Manchmal. Jetzt hast du die Gurke, habe ich vergessen. Na, Herrgott Sakrament, nochmal, wo ist denn jetzt die Gurke? Wie heißt der Herrscher von Eternia? Keine Ahnung. Aber was ist Eternia? 13 für 18, bitte. 13 für 18. Kennst du Alf? Alf? Ich habe einmal einen Onkel gehabt, der Alf heißt, aber den meinst du wahrscheinlich nicht. Schau mal hinter dir. Ach so, der. Weißt du, wie der Sänger Was? Von der ersten allgemeinen. Was? Weißt du, wie der Sänger von der ersten allgemeinen Verunsicherung heißt? Peter Maffay. Klaus Eberhardinger. Weißt du, wer die absolut verschärfte Musik der 80er Jahre heißt? Punk. Bist du schon mal so Rolltreppen aufgelaufen? Nein, warum? Ja, da. Was, jetzt dann auf? Ja, freilich. Hör zu. Ja, nicht immer an der gleichen Stelle, ganz auf. Die Punkte hast du aber dringend braucht. Na, da müssen wir jetzt nicht mehr laufen. Ich hab Hunger. Wie ein Wolf. Ich glaubst du, was ich hab? Maximilian! Komm gleich nach. Also Fanny, es schmeckt wie zu Hause. Sogar der Salat. Ja, aber mit Gurke wäre er noch besser. Also, wie war das Abitur? Hat der Kandidat bestanden oder nicht? Ich habe ja die einfachsten Fragen nicht beantworten können. Zum Beispiel, was war da? Wer ist der erste Sänger von der allgemeinen Sicherheit? Von der ersten allgemeinen Verunsicherung. Da, bitte. Ja, wer war's? Keine Ahnung. Klaus Eberhardinger. Werde ich nie mehr vergessen. Also, insgesamt würde ich sagen, ein 4+. Und das Plus auch noch, weil du im Alsterhaus die Rolltreppe raufgelaufen bist. Wieso gibt denn das einen Punkt? Ja, ich bin die Rolltreppe rauf und die Rolltreppe ist runter. Ach so. Also so komisch ist das auch wieder nicht. Du hast vollkommen recht. Eine 4+ ist absolut kein Grund zum Feiern. Aber ich habe ja noch die Möglichkeit, mich im Laufe der Zeit zu steigern. Wenn zum Beispiel die Frage auftaucht, ob ich jetzt mit der Mami ins Theater gehe oder mit dir ins Stadion, dann... Ist doch ganz klar, du gehst mit mir ins Stadion. Denken Sie noch nichts dabei. Sie sind bisher auch immer allein ins Theater gegangen, gell? Und was ist mit der Frau? Die Frau ist an einer Überdosis Haldol gestorben. Ein Medikament, das man vorwiegend in der Psychiatrie benutzt. Ja, aber das wäre doch dann Mord. Wir sind dabei, das zu prüfen. Wer sollte denn einen Grund haben, sowas zu machen? Wir sind dabei, auch das zu prüfen. Erzählen Sie mir etwas über Dr. Schwarz' finanzielle Situation. Der hat ein Darlehen über 250.000, das er vertragsgemäß zurückbezahlt. Und dann für weitere Expansionspläne braucht er weitere 2 Millionen. Kriegt er die? Unter den gegebenen Umständen wohl kaum. Aber warum sollte sich der Dr. Schwarz ins eigene Fleisch schneiden? Gerade ältere Damen bedenken ihren behandelnden Arzt gern mit dem Erbe ihres Vermögens.
Sagen Sie es uns doch, Frau Heise. Ist es schon passiert? Ach, seien Sie doch nicht so neugierig, Herr Löhlein. Sie wird's uns schon noch sagen. Ja, sowas sieht man doch. Glück verändert. Wenn ich einen kleinen Einlauf auf der Rennbahn gewinne, sieht man das auch. Kriege eine ganz rosige Haut. Ja, es geht schon, also in Ordnung, ich Frau Heise. Wertpapiere. Ist gut, ja. So, da hast du dein Wasser, Maxl. Gebetet hast noch nicht? Woher weißt du das? Ja, weil man mit geballten Fäusten nicht beten kann. Wo drückt's denn her? Ja, ich finde deinen Onkel Ralf ja ganz nett. Aber seit Mama mit ihm so rummacht, ist fast nicht mehr daheim. Ach, das riecht sich schon wieder. Verliebte sind halt ein bisschen, naja, sagen wir mal, wunderlich. Das liegt am Adrenalin, weißt? Aber Mama nimmt doch gar keine Tabletten. Das ist so ein Stoff, der das Blut in Wallung bringt. Den hat jeder im Körper, du auch. Ich mag aber nicht wunderlich sein. Jetzt schlaf schön. Gute Nacht. Kannst du mir erzählen, was du willst? Die Renneschen waren zu roh. Und ich sagte, sie waren genau richtig, sie waren auf dem Punkt. Dankeschön. Ja, wie würdest du Renneschen machen? Tja, genau so. Da wird es bei uns nie Renneschen geben. Ja, dann gibt's kein Haselrücken, kein Hirschfilet, überhaupt kein gescheites Fleisch. Mir wär's sowieso lieber, wenn die Fanny kocht. Die Fanny kocht so, wie ich das will. Entschuldige mal, der Schweinebraten neulich, der war ja auch nicht roh. Und die Renneschen waren auch nicht roh. Schau mal ganz unauffällig nach links. Das ist doch die Schwester Monika. Und den Mann habe ich auch schon mal irgendwo gesehen. Ich weiß auch genau wo. Und zwar auf einem Foto. Ist das nicht der. Zahlen, bitte. Der Ex-Partner von dem Dr. Schwarz? Herr Ober, zahlen bitte. Ja, das wär's erst einmal. Und ich darf Sie um äußerste Diskretion bitten. Ja. Schwester Monika. Ja. Könnte ich noch mal das Dienstbuch haben, bitte? Ja. Tag. Ah, guten Morgen. Herr Dr. Schwarz. Grüß Gott, Herr Dr. Schwarz. Bitte, setzen Sie. Danke. Tja, dieser Anruf, das ist ein Ding. Natürlich ist Schwester Monikas Privatleben ganz allein ihre Angelegenheit, aber Auerbach ist kein Mann, der irgendetwas dem Zufall überlässt. Also, am besten, Sie lassen sich vorerst überhaupt nichts anmerken. Das Dienstbuch, Herr Doktor. Danke, Schwester Monika. Sehen Sie hier. Im letzten Vierteljahr 5 Eintragungen wegen falschgestellter Medizin. Und was bedeutet das? Das bedeutet, dass sich in den Medizinbechern der Patienten falsche Medikamente befanden. Im Extremfall kann das tödlich sein. Und wer ist für das Verteilen der Medikamente verantwortlich? Der jeweilige Wachdienst. Glücklicherweise sind die Fehler immer rechtzeitig entdeckt worden. Ja, aber einmal eben nicht. Warum kriegen denn die Leute überhaupt Medikamente, wenn ihre Frischzellen der totale Jungbrunnen sind? Vergessen Sie nicht, dass wir viele alte Patienten haben, die seit Jahren wegen chronischer Leiden medikamentiert werden. Für die Dauer ihres Aufenthalts bei uns müssen wir das natürlich gewährleisten. Mhm. Für den Fehler käme dann also jeder Ihrer Mitarbeiter in Frage? Wenn meine Mitarbeiter schwören, sie haben keinen Fehler beim Stellen gemacht, dann glaube ich Ihnen das. Die meisten sind über 10 Jahre in meinem Haus. Bis auf die Schwester Monika. Bis auf Schwester Monika. Haben Sie sich das genau überlegt? Eben. Solange 2 Seelen in Ihrer Brust schlagen, sollten Sie nichts überstürzen. Juli, Sie sind unschlüssig, also kann das nicht Ihr letztes Wort sein. Ach so, Sie haben Besuch. Ich hoffe, Sie bleiben mir wenigstens eine treue Golfpartnerin. Wiedersehen. Wer hat dir bloß eingeredet, Frauen wie deine Steuerberater zu behandeln? Ich weiß gar nicht, was du willst, Vater.
Das ist das Ergebnis deiner Erziehung. Mit hohlen Worten lässt sich keine Frau erobern. Keine. Da geht's nur mit Krawall. Manchmal frage ich mich, wie Mutter auf dich hereinfallen konnte. Ja. Sie war doch sonst eine intelligente Frau. Tja, Geld schafft Probleme. Egal, ob man zu viel hat oder zu wenig. Glauben Sie, dass unsere Beobachtung für Sie von Bedeutung ist? Wir sind dabei, das zu prüfen. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Also, den Tee ist in Ordnung, ne? Den Rum ist noch besser und den Streuselkuchen, du, das was? Nur Streuselkuchen. Nur auf die schwarzen Datteln hier, da kann ich bequem verzichten. Du. Sagst ja nur, weil du immer verlierst. Na klar, weil ich mit dem Kopf immer nur bei dir bin. Erik, kein Schmarrnspiel. Es soll ja Leute geben, die in der Hochzeitsnacht Mensch ärgere dich nicht spielen, ne? Du redst ja wie ein Teenager. Demnächst schleppst mich noch in der Disco. Fanny? Nur wo die beiden so glücklich sind, Fanny, ist nämlich gar keine Frage des Alters nicht. Ich weiß, Alfred. Trotzdem müssen wir vernünftig sein. Ich war 60 Jahre lang vernünftig. Das ist doch noch nicht genug. Das gibt's doch gar nicht. Jetzt legt sie die falschen Medikamente in die Schalen. Ich kann's immer noch nicht glauben. Dem alten Auerbach sind alle Mittel recht. Sieht so aus, als wolle er sie ruinieren. Können Sie ihn jetzt verhaften? Dazu fehlen uns noch die Beweise, aber wenn Schwester Monika ein Geständnis ablegt, haben wir ihn. Dann darf ich Ihnen sicher die Zeichnung für den geplanten Anbau noch einmal überreichen. Sie dürfen. Ich finde, wir haben eine großartige Schlacht um die Wahrheit gewonnen. Ich bin sehr stolz auf uns. Ich nicht. Wieso nicht? Ich weiß nicht, worauf ich stolz sein soll. Irgendein Geschäft machen, 2 Millionen Mark in Rachen schmeißen, damit ein paar gutgläubige Leute ausnehmen kann. Ich hab dir schon 100-mal gesagt, wir sind kein Wohlfahrtsinstitut, sondern eine Bank. Und ich hab dir schon 100-mal gesagt, dass das für mich kein Grund ist, irgendeinem Finanzheil einen roten Teppich auszurollen. Ja, dann musst du dich umschulen lassen. Was? Ja, lass dich umschulen, kannst der Krankenschwester werden, ist gerade eine Stelle frei geworden. Wenn alle Banker so wären wie du, dann gibt's nur das Großkapital und ein paar Leibeigene. Und wenn alle Banker so wären wie du, dann hätte jede Bank einen Selbstbedienungsschalter. Steig mir doch am Hut. Was ist denn jetzt los? Ich nehme ein Taxi. Julia! Ich weiß auch nicht, was da los ist. Irgendwie grenzt doch das an Masochismus, als wir uns immer wieder mit Frauen einlassen. Oder bin ich so blöd, dass ich immer die Falschen erwische? Ja, weißt du, ich muss schon sagen, Bruderherz, du hast anscheinend irgendwie das ganz große Pech. 2 Problemfälle gleich auf einen Schlag. Ja, aber es gibt doch bloß 2 Geschlechter. Irgendwie müssen die doch halbwegs harmonisch miteinander auskommen. Ja, weißt du, Bruder, ich verstehe nicht. Die Frauen, das ist doch eine ganz eigene Rasse. Das siehst du allein schon an den Strümpfen, was die anhaben. Ja? Und du kannst doch nicht verlangen, dass Katz und Maus in Ruhe und Frieden miteinander leben. Das geht doch nicht. Oh, dabei kann das so schön sein. Stell dir mal vor, mein Motorrad auf die Traumstraßen der Welt. Ja, das war schon was. Kalifornien.
Highway Number 1 von Los Angeles rauf nach San Francisco. Über haarscharf am Pazifik entlang. Canyons, Wanderdünen, weite Strände. Ja, und warum machst du das nicht? Ja, ich weiß auch nicht. Das war eigentlich genau der richtige Zeitpunkt dafür. Mann. Aber ich mach's nicht. Ich mein, Geld genug hast du, oder? Das ist doch keine Frage des Geldes. Aber irgendwie traue ich mich nicht, aus meiner Verantwortung herauszustehen. Aua. Und soll ich dir sagen, warum? Nein, aber das wärst du mir sicher gleich sagen. Weil du eine Flamme bist. Wie stehen die Aktien? Dicke Luft für meinen Föhn. Frau Heise? Ja, sofort, Herr Doktor. Legen Sie den Vorgang bitte der Frau Heininger zur Unterschrift vor. Der Frau Heininger. Mama ist ein Macho. Was soll ich mit einem Mann anfangen, der mich nicht ernst nimmt? Der sagt, ich soll mich umschulen lassen. Als Krankenschwester. Naja, wiederhören. Entschuldigung, Frau Heise, ich bin ein bisschen im Stress. Na, das macht doch nichts. Ich soll Ihnen nur dies hier zur Unterschrift bringen. Danke. Ach ja, der Bruder von Dr. Sagra wartet draußen mit Ihrem Auto. Ach, Frau Heise, ich bin ein paar Tage am Tegernsee. Wenn jemand nach mir fragt, ich bin krank. Gut. Auch für Herrn Dr. Sagra. Es ist aber nett, dass Sie mich zum Flughafen fahren. Tja, Sie kennen mich doch, ich helfe doch gern. Wissen Sie, was mein Bruder noch lieber tun würde, als wir heiraten? Geld zählen. Na, Motorrad fahren. Das tut er doch sowieso unentwegt. Durch Kalifornien, durch die Wüste. So eine richtige Wahnsinnstour. Ach ja? Dann wäre er wenigstens weit weg von mir. Tibet fällt mir in dem Zusammenhang noch ein. Tibet? Was soll denn der in Tibet auf dem Heiligen Berg vielleicht mit so einer Gebetsmühle? Na, der muss hinaus auf den Highway Number 1 entlang an der Küste, wie der Easy Rider, verstehen Sie? Und fahren so lange, bis er runterfällt. Das wäre genau das Richtige. Für ihn. Macht Sie was aus, das Ding erst gar nicht anzumachen, bevor ich Sie bitten muss, es wieder auszumachen. Verdient hast du es ja nicht. Was habe ich nicht verdient? Oh, Verzeihung, Fanny, ist die Julia nicht zu Hause? Nein, die Frau Julia ist krank. Kommen Sie rein. Kranker, das habe ich gar nicht gewusst. Vor einer Stunde habe ich es auch noch nicht gewusst. Schmarrn, ein paar Tage nach Tegernsee ist sie zur Entspannung. Ach, das habe ich auch nicht gewusst. Ich sage ja vor einer Stunde ich auch nicht. Ja, Kommen Sie trotzdem herein, ich habe mit Ihnen zu reden. Bitte. Haben Sie irgendwas, Fanny? Kann ich Ihnen helfen? Ihnen werde ich helfen, Herr Doktor. Was fällt Ihnen eigentlich ein, die arme Julia so zu quälen? Was glauben Sie eigentlich, wer Sie sind? Wie bitte? Ja, sind Sie nicht, wie die Frau sich verzehrt? Wie sie nur darauf wartet, auf ein Zeichen von Ihnen? Was denn für ein Zeichen? Wie lange wollen Sie denn noch so tun? Gehen Sie endlich her und klären Sie Ihre Angelegenheiten mit dieser italienischen Freundin, Sie Bigamist. Aber, das ist doch keine Art. Heiraten wollen und hinterrücks alle Türchen fein säuberlich sperrangelweit offen halten. Entweder oder. Entweder Sie schenken Ihrer Ausländerin reinen Wein ein oder Frau Julia verzichtet auf Ihre Bekanntschaft. Auch wenn sie das Herz dabei zerreißt. Aber Fanny, ich habe gar nicht gewusst, dass... Dann wissen Sie es jetzt. Und bis das nicht geklärt ist, borgen Sie sich Ihr Olivenöl woanders, aber nicht bei mir. Auf Wiedersehen, Herr Dr. Sagra. Auf Wiedersehen, Fanny. Wie war ich? Super. Ah, wie im Dienstwagen. Dabei bin ich doch ganz privat. Grüß Gott, Herr Hornung. Ja, deinetwegen werden wir das Fahrtenbuch ein bisschen manipulieren. Gell, Hornung? Ja, machen wir. Das ist alles gut, das ist los.
Lufthansa Flug ist 467 nach Mailand in den Warteraum A zum Ausgang 14 gebeten. Lufthansa is requesting all passengers who fly 467 to Milan to pursue to waiting room A. Mailand? Ich bin ein bisschen spät dran. Gehen Sie ganz schnell zum Ausgang nach 14. Ihr Champagner, Frau Renner. Danke fürs Kommen. Weißt du, Mama, ich glaube, der nimmt mich nicht ernst. Der macht sich lustig über mich. Sag mal, wie oft hat er dir denn schon einen Antrag gemacht? In der letzten Zeit beinahe täglich. Ah, tja, das ist das Hochzeitsfieber, mein Kind. Ich habe es genauso gehabt, als ich den Schweiger geheiratet habe. Und da war ich 65. Du willst mich bloß trösten. Denk dir dann teil und trink dein Champagner. Trotzdem ist er blöder, Hamler blöder. Radio Milano, che trasmette su 100,2, 100,4 oh, danke 100,6. Dir. Buon ascolto, cari ascoltatori della vostra radio preferita. Herr Dr. Sagra will seinem alten Kumpel Beatrice den Laufpass geben. Das ist gut. Ich habe immer gesagt, wir haben nie zueinander gepasst. Dass du endlich eine Frau hast, eine, die für dich kocht und wäscht und eine Motorrad champoniert, ist fantastisch. Herr Dürschri, es war ein langer Kampf, aber es war lustig. Ach, Beatrice, ich bin so froh, dass du das alles verstehst. Ich habe schon Angst gehabt, dass du mir eine Riesenszene machst. Was heißt hier Szene? Die Augen werde ich dir auskratzen, du Mistkerl! Ach, ich dachte, du bist mit dem Vandalen. Da bist du mir blissen. Sag mal das. Komm, die Vermittlerin. Ach, bitte, das tut weh. Komm, das will ich auch. Ach, du musst der Vogel ins Land, aber sag einmal. Porco! Nein, das tust du nicht. Und wenn du 100-mal alles erledigt hast, ich will dich nicht sehen. Ich will dich überhaupt nicht sehen. Wirklich, ich habe mit der Beatrice alles im Guten geregelt. Ja, von Mailand nach München, das ist doch ein Katzensprung. Und von da nicht mehr in Leihwagen, bin ich in 3 Stunden draußen bei dir. Du kannst jetzt sagen, was du willst, das ist mir wurscht. Ich komme. Nein, das tust du nicht. Attenzione. I signori passeggeri della Lufthansa, volo numero 369 per Amburgo, vengono pregati di recarsi nella sala d'aspetto B, uscita numero 4. Attention, please. All passengers booked on Lufthansa flight 369 are requested to proceed to gate number 4. Kann ich bitte den Schlüssel haben? Ja, der steckt. Dankeschön. Warum hat es denn so eilig? Ja, weil der Sagra kommt. Er holt ihn vom Bahnhof ab. Aber nein, sie fährt auf die Hütten. Ja, wozu? Weil es vor ihm davonläuft. Ja, warum läuft sie denn davon? Liebt sie ihn denn nicht mehr? Weil sie ihn liebt, deshalb läuft es davon. Ah. Da, das ist für dich. Psst, geh her, Bub. Warum lässt man den nicht rein? Aus pädagogischen Gründen. Was? Aus erzieherischen Gründen. Weil Mannsbilder manchmal ein bisschen schmoren müssen. Ich bin auch ein Mannsbild. Aber doch keins zum Schmoren.
Bitte. Wenn sie mich nicht sehen will, dann fahr ich wieder zurück. Grüß Gott. Dass ihr Mannsbilder so schwer vom Begriff seid. Ja, warum glauben Sie denn, dass die Julia auf die Hütten ist? Hm? Was soll ich denn das wissen? Erobert will sie werden. Ach, das ist doch kindisch. Ach, kindisch? Haben Sie noch nie was von Romantik gehört? Die Zeiten sind noch nicht vorbei. Was soll ich denn machen, Ihrer Meinung nach? Was machen sollen? Komm, ich zeige Ihnen den Weg. Wo hast du denn den Sager gelassen? Der Depp ist überhaupt nicht gekommen. Aber ich hab dir ihn doch nachgeschickt auf die Hütten. Was? Ja, vielleicht hast du es nicht gefunden. Ja, ich habe ihm den Weg ganz genau beschrieben. Das wird doch nichts passiert sein. Na, was soll denn passieren? Bernhard, bitte, setz dich ins Auto und fahr ihn suchen, ja? Naja, wenn du meinst. Thank you.
Julia? Also, ich wäre froh, wenn die beiden mal endlich zusammenkämen, so oder so. Aber Bernhard, das ist doch alles längst entschieden. Ich frage mich nur, wenn die beiden da unten Räuber und Gendarm spielen, wer kümmert sich in Hamburg um die Geschäfte? Ja, wer ist denn da? Kann ich reinkommen? Oh, das ist aber eine Überraschung. Welch hoher Besuch. Mach keine Witze. Ich fühle mich hundeelend. Frag mich einmal. Wie geht's denn dir? Schlecht. Ganz schlecht. Ja, aber Fieber ist keins mehr. Ja? Eine Erkältung ohne Fieber ist ja viel gefährlicher. Das ist wie ein Gewitter ohne Regen. Ralf, ich wollte nur sagen, es tut mir wahnsinnig leid. Ja, du hast dir jetzt schon was einfallen lassen. Und das wieder gut machst. Magst du mich noch? Nur, wenn ich in Zukunft nicht immer solche Liebesbeweise erbringen muss. So, das war meine Rache. Was? Ja, da. Kannst du gleich hier, nimm mich herling. Die Erkältung ist dir sicher mit 40 Grad Fieber. Da gibt's aber noch einige Dinge zu klären. Schnarchst du? Ja, und du? Ja. Wer entscheidet, welches Fernsehprogramm angeschaut wird? Der Maxi. Wer darf in der Früh als erst ins Bad? Ich. Bringst du mir die Hausschuhe, wenn ich abends heimkomme? Nein, aber ich kaufe deinen Hund, den kannst du dann abrichten. Gut, dann ist für mich der Fall erledigt. Ach, Julia. Den Blick fürs Wesentliche. Jeder weiß, was los ist, bloß sie nicht. Ah, ja, ja. Wo die Liebe hinfällt. Hm? Für dich. Ach, Alfred. Der Wagen von der Chefin ist in der Inspektion. Morgen Mittag kann ich ihn wieder abholen. Mhm. Hat sie es ihm schon gesagt? Ich weiß es nicht. Psst. Tod nach Frischzellenbehandlung. Hast du das gelesen? Nein, ich nehme sowas nicht. Jetzt hör doch mal, wer dahinter steckt. Im Hamburger Sanatorium Dr. Schwarz. Unser Dr. Schwarz, sag mir her. Tja. Und wie viel steht denn der bei uns? 250.000, aber das ist nicht alles.
Und wo haben wir es für einen Erweiterungsbau? Ich möchte nochmal einen Kredit von 2 Millionen. Nach der Geschichte kann er sich das abschminken. Tja, wenn Sie ihm nicht vorher seinen Laden dicht machen. Ich glaube, unseren Doktor müssen wir uns mal anschauen, hä? Frau Heise? Ja? Das sind mir die 250.000 schuldig. Rufen Sie doch bitte beim Dr. Schwarzmeier an, in der Klinik. Das Zellplasma steht unter ständiger Qualitätskontrolle. Nicht nur beim Erzeuger. Auch bei uns wird die Unbedenklichkeit und Sauberkeit noch einmal geprüft. Kann so eine Therapie nicht zu allergischen Reaktionen führen? Selten. Natürlich kommt es vor. Gerade seit die Medien unserer Branche so heftig zusetzen, haben wir strenge Tests eingeführt. Sobald bei einem Patienten eine Unverträglichkeit festgestellt wird, raten wir ihm selbstverständlich von der Behandlung ab. Wie kann es denn dann überhaupt zu so einem Todesfall kommen? Die einzige Gewissheit, die der Mensch ein Leben lang hat, ist der Tod. Ich hoffe, die Obduktion der Gerichtsmedizin wird das bestätigen. Darf ich vorstellen, meine engste Mitarbeiterin, Oberschwester Monika, Frau Heininger, Herr Dr. Sagerer von der Bayernbank. Grüß Gott. Guten Tag. Grüß Gott. Was ist das? Die Krankenblätter von heute Nachmittag. Nein, danke. Wir hatten schon einmal einen solchen Fall, als das Haus noch Schwarz und Auerbach hieß. Sie haben einen Partner? Hatte. Nicht nur in dem Fall waren wir unterschiedlicher Meinung. Hört so. Ja, nicht immer an der gleichen Stelle, ganz genau. Okay. Super. Die Punkte hast du aber dringend gebraucht. Na, da müssen wir jetzt nicht mehr laufen. Ich hab Hunger. Wie ein Wolf. Ich glaubst du, was ich hab? Maximilian! Komm gleich nach. Also, Fanny, es schmeckt wie zu Hause. Sogar der Salat. Ja, aber mit Gurke wäre er noch besser. Also, wie war das Abitur? Hat der Kandidat bestanden oder nicht? Ich habe ja die einfachsten Fragen nicht beantworten können. Zum Beispiel, was war da? Wer ist der erste Sänger von der allgemeinen Sicherheit? Von der ersten allgemeinen Verunsicherung. Bitte. Ja, wer war's? Keine Ahnung. Klaus Eberhardtinger. Werde ich nie mehr vergessen. Also, insgesamt hat die Song ein 4+. Und das Plus auch noch, weil du im Alsterhaus die Rolltreppe raufgelaufen bist. Wieso gibt denn das einen Punkt? Ja, ich bin die Rolltreppe rauf und die Rolltreppe ist runter. Ach so. Also so komisch ist das auch wieder nicht. Du hast vollkommen recht. Eine 4+ ist absolut kein Grund zum Feiern. Aber ich habe ja noch die Möglichkeit, mich im Laufe der Zeit zu steigern. Wenn zum Beispiel die Frage auftaucht, ob ich jetzt mit der Mami ins Theater gehe oder mit dir ins Stadion, dann... Ist doch ganz klar, du gehst mit mir ins Stadion. Denken Sie noch nichts dabei. Sie sind bisher auch immer allein ins Theater gegangen, gell? Was ist mit der Frau? Die Frau ist an einer Überdosis Haldol gestorben. Ein Medikament, das man vorwiegend in der Psychiatrie benutzt. Ja, aber das wäre doch dann Mord. Wir sind dabei, das zu prüfen. Wer sollte denn einen Grund haben, sowas zu machen? Wir sind dabei, auch das zu prüfen. Erzählen Sie mir etwas über Dr. Schwarz' finanzielle Situation. Der hat ein Darlehen über 250.000, das er vertragsgemäß zurückbezahlt. Und dann für weitere Expansionspläne braucht er weitere 2 Millionen. Kriegt er die? Unter den gegebenen Umständen wohl kaum. Aber warum sollte sich der Dr. Schwarz ins eigene Fleisch schneiden? Gerade ältere Damen bedenken ihren Behandler. Plus,
Und das plus auch noch, weil du im Alsterhaus die Rolltreppe raufgelaufen bist. Wieso gibt denn das einen Punkt? Ja, ich bin die Rolltreppe rauf und die Rolltreppe ist runter. Ach so. So. Also so komisch ist das auch wieder nicht. Du hast vollkommen recht. Eine 4 plus ist absolut kein Grund zum Feiern. Aber ich habe ja noch die Möglichkeit, mich im Laufe der Zeit zu steigern. Wenn zum Beispiel die Frage auftaucht, ob ich jetzt mit der Mami ins Theater gehe oder mit dir ins Stadion, dann... Ist doch ganz klar, du gehst mit mir ins Stadion. Denken Sie noch nichts dabei. Sie sind bisher auch immer allein ins Theater gegangen, gell? Und was ist mit der Frau? Die Frau ist an einer Überdosis Haldol gestorben. Ein Medikament, das man vorwiegend in der Psychiatrie benutzt. Ja, aber das wäre doch dann Mord. Wir sind dabei, das zu prüfen. Wer sollte denn einen Grund haben, sowas zu machen? Wir sind dabei, auch das zu prüfen. Erzählen Sie mir etwas über Dr. Schwarz' finanzielle Situation. Der hat ein Darlehen über 250.000, das er vertragsgemäß zurückbezahlt. Und dann für weitere Expansionspläne braucht er weitere 2 Millionen. Kriegt er die? Unter den gegebenen Umständen wohl kaum. Aber warum sollte sich der Dr. Schwarz ins eigene Fleisch schneiden? Gerade ältere Damen bedenken ihren behandelnden Arzt gern mit dem Erbe ihres Vermögens. Sagen Sie es uns doch, Frau Heise. Ist es schon passiert? Ach, seien Sie doch nicht so neugierig, Herr Löhlein. Sie wird's uns schon noch sagen. Ja, sowas sieht man doch. Glück verändert. Wenn ich einen kleinen Einlauf auf der Rennbahn gewinne, sieht man das auch. Kriege eine ganz rosige Haut. Ja, es geht schon, also in Ordnung, ich Frau Heise. Keine Wertpapiere. Ist gut, ja. So, da hast du dein Wasser, Maxl. Gebetet hast noch nicht? Woher weißt du das? Ja, weil man mit geballten Fäusten nicht beten kann. Wo drückt's denn her? Ja, ich finde deinen Onkel Ralf ganz nett. Aber seit Mama mit ihm so rummacht, ist fast nicht mehr daheim. Ach, das riecht sich schon wieder. Verliebte sind halt ein bisschen, naja, sagen wir mal, wunderlich. Das liegt am Adrenalin, weißt? Aber Mama nimmt doch gar keine Tabletten. Das ist so ein Stoff, der das Blut in Wallung bringt. Den hat jeder im Körper, du auch. Ich mag aber nicht wunderlich sein. Jetzt schlaf schön. Gute Nacht. Kannst du mir erzählen, was du willst? Die Rhenischen waren zu roh. Und ich sagte, sie waren genau richtig, sie waren auf dem Punkt. Dankeschön. Ja, wie würdest du Rhenischen machen? Tja, genau so. Jan Hamm. Ja, und du kannst doch nicht verlangen, dass Katz und Maus in Ruhe und Frieden miteinander leben. Das geht doch nicht. Oh, dabei kann alles so schön sein. Stell dir mal vor, mit Motorrad auf die Traumstraßen der Welt. Ja, das war schon was. Kalifornien. Highway Number One von Los Angeles rauf nach San Francisco. Über haarscharf am Pazifik entlang. Canyons, Wanderdünen, weite Strände. Ja, und warum machst du das nicht? Ja, ich weiß auch nicht. Das war eigentlich genau der richtige Zeitpunkt dafür. Mann. Aber ich mach's nicht. Ich mein, Geld genug hast du, oder? Das ist doch keine Frage des Geldes. Aber irgendwie traue ich mich nicht, aus meiner Verantwortung herauszustehen. Aua. Und soll ich dir sagen, warum? Nein, aber das wärst du mir sicher gleich sagen. Weil du eine Pflaume bist. Wie stehen die Aktien? Dicke Luft für meinen Föhn. Frau Heise? Ja, sofort, Herr Doktor. Legen Sie den Vorgang bitte der Frau Heininger zur Unterschrift vor. Der Frau Heininger. Mama ist ein Macho. Was soll ich mit einem Mann anfangen, der mich nicht ernst nimmt? Der sagt, ich soll mich umschulen lassen. Als Krankenschwester. Naja, wiederhören. Entschuldigung, Frau Heise, ich bin ein bisschen im Stress. Na, das macht doch nichts. Ich soll Ihnen nur dies hier zur Unterschrift bringen. Danke. Ach ja, der Bruder von Dr. Sagra wartet draußen mit Ihrem Auto. Ach, Frau Heise, ich bin ein paar Tage am Tegernsee. Wenn jemand nach mir fragt, ich bin krank. Gut. Auch für Herrn Dr. Sagra.
ist aber nett, dass Sie mich zum Flughafen fahren. Tja, Sie kennen mich doch, ich helfe doch gern. Wissen Sie, was mein Bruder noch lieber tun würde, als wir heiraten? Geld zählen. Na, Motorrad fahren. Das tut er doch sowieso unentwegt. Durch Kalifornien, durch die Wüste. So eine richtige Wahnsinnstour. Ach ja? Dann wäre er wenigstens weit weg von mir. Tibet fällt mir in dem Zusammenhang noch ein. Tibet? Was soll denn der in Tibet auf dem Heiligen Berg vielleicht mit so einer Gebetsmühle? Na, der muss hinaus auf den Highway Number One entlang an der Küste, wie der Easy Rider, verstehen Sie es? Und fahren so lange, bis er runterfällt. Das wäre genau das Richtige. Für ihn. Macht Sie was aus, das Ding erst gar nicht anzumachen, bevor ich Sie bitten muss, es wieder auszumachen. Wo hast du denn den Sager gelassen? Der Depp ist überhaupt nicht gekommen. Aber ich hab dir ihn doch nachgeschickt auf die Hütten. Was? Ja, vielleicht hast du es nicht gefunden. Ja, ich habe ihm den Weg ganz genau beschrieben. Das wird doch nichts passiert sein. Na, was soll denn passieren? Bernhard, bitte, setz dich ins Auto und fahr ihn suchen, ja? Naja, wenn du meinst. Also ich wäre froh, wenn die beiden mal endlich zusammenkämen, so oder so. Aber Bernhard, das ist doch alles längst entschieden. Ich frage mich nur, wenn die beiden da unten Räuber und Gendarm spielen, wer kümmert sich in Hamburg um die Geschäfte? Ja, wer ist denn da? Kann ich reinkommen? Oh, das ist aber eine Überraschung. Welch hoher Besuch. Mach keine Witze. Ich fühle mich hundeelend. Erfolg. Wie findest du ein HSV? Fast so gut wie den FC Bayern. Ist er das Beste an Hamburg? Das Zweitbeste. Und was ist das Beste? Deine Mami. Schlagst du eigentlich Kinder? Nur wenn sie anfangen. Was tust denn du am Samstagabend? Samstag? Das weiß ich nicht einmal das, und dann mache ich mal das. Was? Du schaust nie das aktuelle Sportstudio? Doch, schon. Manchmal. Jetzt ist die Gurke, habe ich vergessen. Herrgott Sakrament, wo ist denn jetzt die Gurke?
weiß der Herrscher von Eternia? Keine Ahnung. Was ist Eternia? 13 für 18, bitte. 13 für 18. Kennst du Alf? Alf? Ich habe einmal einen Onkel gehabt, der Alf heißt, aber den meinst du wahrscheinlich nicht. Schau mal hinter dir. Also der. Weißt du, wie der Sänger von der ersten allgemeinen. Was? Weißt du, wie der Sänger von der ersten allgemeinen Verunsicherung heißt? Peter Maffay. Klaus Eberhardinger. Weißt du, wie die absolut verschärfte Musik der 80er Jahre heißt? Punk. Bist du schon mal so Rolltreppen aufgelaufen? Nein, warum? Ja, da. Was, jetzt dann auf? Ja, freilich. Hör zu. Ja, nicht immer an der gleichen Stelle, ganz auf. Die Punkte hast du aber dringend braucht. Na, da müssen wir jetzt nicht mehr laufen. Ich hab Hunger. Wie ein Wolf. Ich glaubst du, was ich hab? Maximilian! Ach, das ist doch kindisch. Ach, kindisch? Haben Sie noch nie was von Romantik gehört? Die Zeiten sind noch nicht vorbei. Was soll ich denn machen, Ihrer Meinung nach? Was machen sollen? Komm, ich zeige Ihnen den Weg. Nichts dabei. Sie sind bisher auch immer allein ins Theater gegangen, gell? Und was ist mit der Frau?
Die Frau ist an einer Überdosis Haldol gestorben. Ein Medikament, das man vorwiegend in der Psychiatrie benutzt. Ja, aber das wäre doch dann Mord. Wir sind dabei, das zu prüfen. Wer sollte denn einen Grund haben, sowas zu machen? Wir sind dabei, auch das zu prüfen. Erzählen Sie mir etwas über Dr. Schwarz' finanzielle Situation. Der hat ein Darlehen über 250.000, das er vertragsgemäß zurückbezahlt. Und dann für weitere Expansionspläne braucht er weitere 2 Millionen. Kriegt er die? Unter den gegebenen Umständen wohl kaum. Aber warum sollte sich der Dr. Schwarz ins eigene Fleisch schneiden? Gerade ältere Damen bedenken ihren behandelnden Arzt gern mit dem Erbe ihres Vermögens. Sagen Sie es uns doch, Frau Heise. Ist es schon passiert? Ach, seien Sie doch nicht so neugierig, Herr Löhlein. Sie wird's uns schon noch sagen. Ja, sowas sieht man doch. Glück verändert. Wenn ich einen kleinen Einlauf auf der Rennbahn gewinne, sieht man das auch. Kriege eine ganz rosige Haut. Ja, es geht schon, also in Ordnung, ich Frau Heise. Ich gebe meine Wertpapiere. Ist gut, ja. So, da hast du dein Wasser, Maxl. Gebetet hast noch nicht? Woher weißt du das? Ja, weil man mit geballten Fäusten nicht beten kann. Wo drückt's denn her? Ja, ich finde deinen Onkel Ralf ja ganz nett. Aber seit Mama mit ihm so rummacht, ist fast nicht mehr daheim. Ach, das riecht sich schon wieder. Verliebte sind halt ein bisschen, naja, sagen wir mal, wunderlich. Das liegt am Adrenalin, weißt? Aber Mama nimmt doch gar keine Tabletten. Das ist so ein Stoff, der das Blut in Wallung bringt. Den hat jeder im Körper, du auch. Ich mag aber nicht wunderlich sein. Jetzt schlaf schön. Gute Nacht. Kannst du mir erzählen, was du willst? Die Rhenischen waren zu roh. Und ich sagte, sie waren genau richtig, sie waren auf dem Punkt. Dankeschön. Ja, wie würdest du Rhenischen machen? Tja, genau so. Da wird es bei uns nie Rhenischen geben. Ja, dann gibt's kein Haselrücken, kein Hirschfilet, überhaupt kein gescheites Fleisch. Wäre sowieso lieber, wenn die Fanny kocht. Die Fanny kocht so, wie ich das will. Entschuldige mal, der Schweinebraten neulich, der war ja auch nicht roh. Und die Rhenischen waren auch nicht roh. Schau mal ganz unauffällig nach links. Das ist doch die Schwester Monika. Und den wir auch nicht mehr. Bist der höfliche Bub und sagst Herr und Frau Sagerer. Wie meinst du das? Ja, weil deine Mutter nach der Hochzeit nicht mehr Heininger, sondern Sagerer heißt. Verstehst? Das ist aber blöd. Ja. So. Ist was? Nein. Du, Mama, ja? Stimmt es, dass du nach der Hochzeit nicht mehr Heininger, sondern Sagerer heißt? Ja, freilich. Das mag ich aber nicht. Aber Maxi. Außerdem finde ich es uns gemein, dass Fanny und ich da gar nichts zum Mitreden haben. Tja, in Herzenssachen herrscht nun mal keine Demokratie. Da herrscht die Diktatur des Gefühls. Aber Fanny, was möchtest du wissen, Maxi? Ja, ich finde, wir müssten heute den Onkel Ralf das erste Mal prüfen, ob er sich eignet. Zum Vater, meine ich. Was ist, wenn er total versagt? Nachher ist das Geschrei groß, aber dann ist es spät. Und du seinem Standpunkt, das hat er recht. Du meinst einen Vaterschaftstest? Mhm. Okay, einverstanden. Hey, hoffentlich habe ich da nicht schon wieder missbaut. Ich hatte den Zettel noch nicht gesehen. Du, Fanny, glaubst du, dass das der Onkel Ralf weiß? Was denn? Dass Mama ein bisschen spinnt. Okay. Das ist doch immer so, wenn eine Frau sich wieder als Backfisch fühlt, weißt du? Bea, kein Mensch hat mein Leben so beeinflusst außer meiner Mutter. Ja, eine Ehe kann kaputt gehen, aber eine Freundschaft, die dauert manchmal ein Leben lang. Ja, sieh das bitte positiv. Du, außerdem, es ist ja noch gar nichts passiert. Das sind nur so ein paar Überlegungen. Ja, ja, ich ruf dich an. Ja, servus, servus. Ist da jemand?
Der Schuh wieder klar, Fanny? Ja. Ja, komm, komm, komm. Danke, Alfred. Ja. Aber es ist doch, weiß Gott, ein Skandal, wo die Hunde heutzutage überall hinmachen dürfen. Direkt vor ihren Laden. Na ja, ein Elefant wäre schlimmer gewesen. Außerdem bringt das Glück. Ja, wie geht's denn überhaupt unserem jungen Glück? Der Schmierenkomödie ist es. Vor lauter Turteln verlieren die total den Blick fürs Wesentliche. Jeder weiß, was los ist, bloß sie nicht. Ah, ja, ja. Wo die Liebe hinfällt. Hm? Für dich. Ach, Alfred. Bitte. Haben Sie irgendwas, Fanny? Kann ich Ihnen helfen? Ihnen werde ich helfen, Herr Doktor. Was fällt Ihnen eigentlich ein, die arme Julia so zu quälen? Was glauben Sie eigentlich, wer Sie sind? Wie bitte? Ja, sind Sie nicht, wie die Frau sich verzehrt? Wie sie nur darauf wartet, auf ein Zeichen von Ihnen? Was denn für ein Zeichen? Wie lange wollen Sie denn noch so tun? Gehen Sie endlich her und klären Sie Ihre Angelegenheiten mit dieser italienischen Freundin, Sie Bigamist. Aber, das ist doch keine Art. Heiraten wollen und hinterrücks alle Türchen fein säuberlich sperrangelweit offen halten. Entweder oder. Entweder Sie schenken Ihrer Ausländerin reinen Wein ein oder Frau Julia verzichtet auf Ihre Bekanntschaft. Auch wenn sie das Herz dabei zerreißt. Aber Fanny, ich habe gar nicht gewusst, dass... Dann wissen Sie es jetzt. Und bis das nicht geklärt ist, borgen Sie sich Ihr Olivenöl woanders, aber nicht bei mir. Auf Wiedersehen, Herr Dr. Sagerer. Auf Wiedersehen, Fanny. Wie war ich? Super. Ah, wie im Dienstwagen. Aber wie du ganz privat bist, Gott, Herr Hornung. Ja, deinetwegen werden wir das Fahrtenbuch ein bisschen manipulieren. Gell, Hornung? Ja, machen wir. Mailand, ich bin ja ein bisschen später. Gehen Sie ganz schnell zum Ausgang nach 14. Ihr Champagner, Frau Renner. Danke fürs Essen. Weißt du, Mama, ich glaube, der nimmt mich nicht ernst. Der macht sich lustig über mich. Sag mal, wie oft hat er dir denn schon einen Antrag gemacht? In der letzten Zeit beinahe täglich. Ah, tja, das ist das Hochzeitsfieber, mein Kind. Ich habe es genauso gehabt, als ich den Schweiger geheiratet habe. Und da war ich 65. Du willst mich bloß trösten. Denk dir dann teil und trink dein Champagner. Trotzdem ist er blöder, Hamler blöder. Radio Milano, che trasmette su 100,2, 100,4, oh, danke 100,6. Dir. Buon ascolto, cari ascoltatori. Willst du mich heiraten? Wie wär's mit Mittwoch? Ja, Herr Dr. Sagerer, sehr schön, dass es geklappt hat. Ja, darf ich Sie dann heute Abend alle zusammen einladen?
bisschen böse sollte der vielleicht schon sein. Da unterschreibst mit einem Federzug 40 Millionen und meinen kleinen Antrag nimmst du einfach von der Tagesordnung. Drum prüfe, wer sich ewig bindet. Ach, so lang muss das gar nicht sein. Für immer Detmarschwa Eichel. Vielleicht bleibst du doch besser bei der Beatrice. Ihr seid euch doch schon gewöhnt. An die Beatrice kann man sich gar nicht gewöhnen. Wir haben doch so viele Probleme. Und was ist mit der Bank? Wir sollen es gut gehen. In jeder Frage bist du anderer Meinung. Ja, genau wie du. Hm? Gleich siehst du wieder aus. Ja, eben. Wir streiten uns doch die ganze Zeit. Also pass auf, ich mache dir einen Vorschlag. Ich prolongiere meinen Antrag bis zum nächsten Mal. Aber irgendwann musst du einmal Ja sagen, weil sonst erdrücken dich die Zinsen. Und zur Strafe gehst du heute Abend mit mir essen. Du musst dich schon wieder enttäuschen. Was soll das heißen? Ich bin schon vergeben. Für heute Abend. Schön. Segeln Sie auch? Mein Boot liegt in Travemünde. Wenn Sie wollen, machen wir einen kleinen Segeltörn. Kopenhagen, Bornholm, ganz wie Sie wünschen. Aber nicht ohne meinen Sohn. Er ist ein begeisterter Segler. Starke Männer sind an Bord immer willkommen. Keine Bedingungen?